Ja, YouTube, da sind wir wieder am Start. Wie geht's dir? Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, wir haben jetzt die Nest-Quest abgeschlossen, die Buggy-Quest, wie das funktioniert. Wenn sie bei euch auch so buggy ist, wie das funktioniert, guckt mal die letzte Folge direkt am Anfang. Ja, falls ihr da irgendwie Fragen habt. Genau. Wir können mit ihr sprechen und wir können das einsetzen und ich glaube, wir setzen erstmal ein. Es sondert keine Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Ich kann mit drei Vielleicht Leuten haben wir auch reden. eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig Möglich. ist. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Alles möglich, ja. Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt. Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Hoffentlich finden wir es heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Warte auf Sam, sprich mit Sam. Wie bevor Ich mit. glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Das ist Dann okay. sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Mache ich. Super, dass du da Einfach, warst. weil es immer mal wieder Thema ist. Mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Eigentlich hätte ich nichts dagegen, wenn wir weiter zusammen. Bis bald, Sam. Ebenso. Du weißt, wo du uns findest. Jo, in der Lodge. Gerade ist mein Tag 29! Let's go! Sehr schön! So, Sarah. Nee, wir wollen erst mit ihr sprechen, oder? Ja, das ist richtig, Sarah. Entschuldige, dass ich dich entführe. Ich Ja? wollte dir nur kurz gratulieren. Sarah, wie geht's dir? Danke, danke. Diese Schritte zur Auslöschung der Terrormorphs sind essentiell für die Sicherheit sämtlicher Lebewesen in den besiedelten Systemen. Du kannst stolz sein. Wir mussten irgendwas unternehmen. Diese Kreaturen waren gefährlich. Ich bin sehr froh, dass das geklärt ist. Ich finde, du übertreibst ein wenig. Danke, aber ich würde lieber wann anders darüber reden. Ganz genau. Schön, dass du die Dringlichkeit der Lage erkannt hast. Ich hätte es nur gerne gesehen, dass die UC die Terrormorphs mit der experimentellen Mikrobe auslöschen, statt diese lächerliche Azeles-Lösung zu wählen. Ihr Entschluss basierte offenbar auf deiner Empfehlung. Das war eine riskante Entscheidung. Ja, das ist richtig. Ich hatte erwartet, dass du meine Entscheidung mitträgst. Die Erzähleslösung ist nur mit einem minimalen Risiko behaftet. Dass die Experimentmikrobe wären ein noch größeres Risiko gewesen. Das sehe ich anders. Die Azeles-Lösung umzusetzen dauert Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Die Mikrobe hätte das Ganze extrem beschleunigt. Ich konnte nicht zulassen, dass wir eine unerprobte Mikrobe in unser Ökosystem freisetzen. Ist angekommen, aber ich bin trotzdem nicht vollends überzeugt. Du hast recht, ich hätte die Mikrobe empfehlen sollen. Warum ist das so wichtig, wie lange die Azeles brauchen, um die Terrormorphs auszulöschen? Du hast ja gesehen, welche Schäden schon wenige Terrormorphs anrichten können. Bis die Azeles ganz natürlich Jagd auf sie machen, müssen wir Zeit und Ressourcen in unsere Verteidigung stecken. Wie viele Menschen werden durch die Wartezeit sterben? Warum sollten wir uns verschanzen, wenn wir sie mit einem Hieb auslöschen können? Wir hatten die technischen Mittel und haben sie ignoriert. Ich habe große Zukunftsangst. Es enttäuscht mich, dass du der Wissenschaft nicht vertraut hast. Dass die Lazarus-Pflanze weggesperrt wurde, anstatt sie zu eliminieren, erhöht das Risiko leider. Alles, was den Lebenszyklus der Terrormorphs beschleunigt, hätte aus der Gleichung eliminiert werden müssen. Warum das Risiko? Ich habe das Gefühl, dass ich dich enttäuscht habe, Sarah, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Danke für deine Offenheit. Schade, dass du deine Entscheidung nicht unter Schade, dass du meine Entscheidung nicht unterstützt. Du heißt also auch meine Entscheidung nicht gut, die Lazaruspflanze zu verschonen. Natürlich. Das ist für mich oberste Prämisse. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch meine Meinung zu dem Ganzen zu hören. Es tut mir leid, falls ich dich irgendwie verletzt habe. Alles gut, ne? So etwas darf nicht zwischen uns kommen. Das ist richtig, aber gut, ich danke mich für deine Offenheit. So, wir sollten mit dir reden. Wir wollen ja jetzt gleich unterwegs sein, Andrea. Ich bin ungeheuer erleichtert, dass die Schleichen. Terrormorphs Geschichte sind. Aber bist du sicher, dass diese Azeles das richtige Mittel sind? Wie sagt man noch? Steter Tropfen höhlt den Stein. Wie sagt man noch? Steter Tropfen höhlt den Stein. In einem Labor produzierte Keime klingt mir viel zu riskant.
Wir helfen nur etwas nach, dass es die Natur ihrem Lauf nimmt. Dieselbe Natur, der wir die Terrormorphs überhaupt zu verdanken haben. Ich hätte diesen Pfad wohl nicht gewählt. Man könnte argumentieren, dass Menschen der überlegene Jäger sind und daher das Recht haben, diese Kreaturen auszulöschen. Die Mikroben hätten langfristig gesehen weniger Menschen in Gefahr gebracht. Wir sind da wohl einfach eine andere Meinung. Belassen wir es dabei. Wie du willst. Die Entscheidung ist ja ohnehin schon längst gefällt. Und ich muss sagen, ich finde es eigenartig, dass du es für eine gute Idee hältst, die Lazarus-Pflanze zu behalten. Das ist ein zusätzliches, unnötiges Risiko. Sie ist sicher verwehrt. Es besteht kein Risiko. Sie könnte noch einmal nützlich werden. Wir sollten uns alle Optionen offen halten. Die UC hätten sie sowieso behalten. Ich teile deinen Optimismus leider nicht. Wenn sie existiert, kann sie auch wieder als Waffe eingesetzt werden. Zumindest wird auch das Freestar Collector von ihrer Existenz wissen. Sonst könnten die UC der Versuchung wohl nicht widerstehen, sie als Waffe zu nutzen. Yes. Nun ja, gut, weil dass diese die wissen Bescheid. Liegt. Und du hast allen, die in den besiedelten Systemen leben, einen großen Dienst erwiesen. Jupp. So, Andrea, du wolltest doch eigentlich mit mir unterwegs sein. Was los? Ich habe keinen Begleiter mehr. Möchte mich jemand begleiten? Hallo? Der Himmel sieht zick aus. Möchte mich. Dich etwas, Andrea? Nein. Muss an die Ausbildung liegen. Könnten wir aufbrechen. Ich bin an deiner Seite. Super. Tja, du bist's, Andrea. So ist es, Sam. Wir sehen uns später. Andrea ist jetzt bei mir. Sehr cool. So, sprich mit dem Mädchen. Das tun wir doch. Das tun wir doch. So, Sarah haben wir so abgeschlossen. Jetzt sind wir mit Sam haben wir abgeschlossen. Jetzt sind wir mit Andrea dran. Und leider haben wir das Achievement mit Sam nicht bekommen. Das heißt wiederum, ich bekomme keine Achievements mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Naja, dann ist das jetzt so. Wohndistrikt, da wollen wir jetzt nicht hin. Tatsächlich, die Lodge. Beschaffe die Schiffsaufzeichnung von Aegis. Aber Aegis ist doch gar nicht da. Kelten, Frashen und den Ast. Achso, stimmt. Wo waren der nochmal? War der nicht hier irgendwo? War der Kelt nicht hier irgendwo nochmal? Jo, Kelt, mein Freund, wo bist du eigentlich? Okay, ich muss da glaube ich dran in die in die Questbuch reingucken. Streng geheim. Finde den Projekt. Ah, stimmt, das haben wir auch noch. Gut, dann haben wir schon einiges abgeschlossen. Ne? Also wir haben jetzt noch Vectera offen. Das hier, eine Hauptquest und dann war es das erste Mal anscheinend. Boom. Trifft dich im Europa mit. Das machen wir jetzt. Das will ich eine ganze Weile machen. So, wo ist denn der schöne Planet, wohin sollen? War das einer von denen hier hinten? Level 65 und 40? Nee. Wäre schön, wenn man mir sagt, wo ich hin soll. Das so hilft mir gerade nicht. Das Bleigedöns. Das will ich jetzt auch nicht machen. Briggs, da gehen wir jetzt hin. Dann machen wir das jetzt mit Briggs. Neon trifft sich mit Briggs und begibt dich ins Hotel Woody. Aber wir haben da auch noch eine Buggy-Quest, die wir nicht mehr beenden können, ne? Weil wir an Oma an der Tür nicht mehr reinkommen. Wir haben überall Buggy-Questen. Das ist voll. Ja, es ist ja eh egal, ob ich jetzt mit einem Code löse oder nicht, weil jetzt brauche ich ja eh keine Archivierung. Das nervt mich so hart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Stinkt es überall nach Fisch. Man sollte meinen, dass das die Leute abschreckt. Das nervt mich so hart und tut mir so weh. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 72 Spielstunden für ein Zückerle, weil ich einen Code nehmen musste, um diese Aufgabe zu beenden oder diese Questreihe zu beenden. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Oh. Was? Ich guck eigentlich, wo ich. Ah, Briggs war. Okay. Das war die Aufgabe, die ich auch nicht machen konnte. Ich hoffe, ich komme da jetzt rein. Nee. Tür ist immer noch zu. Schlüssel erforderlich. Und den habe ich leider nicht mehr. Nein, ich will diesen Schlüssel haben, damit ich diese Aufgabe beenden kann. Ich finde das so doof, Mann. Das triggert mich zum Glück des Todes gar nicht.
So. Egal. Also die Aufgabe ist wirklich kein Hauptquest, sonst wäre das richtig beschissen gewesen. Vielen Dank dafür, Bethesda, ne? Ich hoffe, ihr fixt das. Oder ihr fixt doch mein Spiel schon, da gibt der Weg wieder frei, dass ich das wieder machen kann. Das wäre echt schön. Das wäre noch ein Träumchen. Ist das jetzt Xenofresh? Ne, sprich mit Hang Li. Ach, der ist... Okay, dann müssen wir da hinten hin. Jojo, chillt mal bitte, danke. So, also wenn Bethesda das irgendwann mal sehen sollte, ne? Bäh. So, Punkt, ich habe meinen Standort gesagt. Jo, ich habe keine Zeit, warte mal, ich muss da hinten hin. So mit Hang Li oder wie der heißt, sprechen. Glück für die, paar Stunden in eine Richtung. Ich muss da hinten hin, an der Xenofresh. Die kann ich irgendwie auch nicht beenden. Ich mache das die ganze Zeit, aber ich kann es nicht beenden. Ich hoffe für diese Arbeiter, dass man sich nach einer Weile... Hallöchen. Ich nehme sie gerne. Ja, ja. Hi, na? Nö. Oder, ach komm, 25. Ergebensten Dank. Bist echt ein toller Hecht. Ich zahle dir das irgendwann zurück. Ja, natürlich. Das ist eine Investition, keine Spende. Eine Rugin-Techniker, komm her. Wow. Echt super nett von dir, Chief. Das haut mich um. Eine Rugin-Techniker wollte wissen, ob du irgendwelche Slates gefunden hast. Ja, hab ich. In einem Mülleimer, neben einem halbgegessenen Chunk. Okay. Das war perfektes Timing. Neulich hat der Wind nämlich all meine Kalkulationsbögen weggeweht. Weißt du? Aber... Das ist ja frech. Slate wird mir das nicht passieren. Ich kann deine alte Kalkulationsbögen suchen, um sie gegen die Slates tauschen. Behalte die Slate, aber lösch die Daten drauf, ja? Du arbeitest, komm her. Keine Sorge. Gerade eben wollte ich die Slate komplett löschen. Sag deinem Kumpel bei Ryujin, dass seine Geheimnisse sicher sind. So, kehre zu, zurück. Wo ist denn, da muss ich wieder hoch, ne? Und da oben durch den Turret. Also die Quest mit Briggs kann ich auch niemals beenden, außer es gibt da auch wieder einen Command, den ich nutzen kann. Oh, das mit dem Licht hier sieht so sick aus. Vor allem in der Nacht sieht Neon so richtig, richtig schön aus. Mit dem ganzen LED, dies, das, Ananas. Mit Briggs werde ich mich leider niemals treffen können. Ich weiß nicht, wie ich diese Quest beenden soll. Oh, das mit der, das triggert mich schon die ganze Weile und die ganze Zeit, ne? Also nicht das mit dem jetzt, doch das haben auch schon, seitdem diesen Bug existiert. Ja, ich muss da hinten hin. Genau. Was? Begib dich ins Hotel Wooly? Die haben ja auch so viele Questen. Genau, aus welchem Zimmer Nathan ist. Wir haben jede Menge Zimmer frei. Das ist schön, aber ich muss, ich habe nur eine Frage. Möchtest du ein Zimmer buchen? Mm-mm. Du wirst angenehm überrascht sein, dass unsere Luxusunterbringungen einen äußerst vernünftigen Preis haben. Was kosten die denn? Das ist in der Tat eine angenehme Überraschung. Wir sind hier in Neon, es gibt immer einen Haken. Nein, kein Haken. Mein Hotel ist frei von jeglichem Verwaltungseinfluss. Du kannst dir also sicher sein, den besten Gegenwert für deine Credits zu erhalten. Mhm. Da kannst du wirklich von Glück reden. Vielleicht war auch Glück im Spiel, aber mein Einfallsreichtum war ebenfalls wichtig. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, möchtest du ein Zimmer buchen? Ach, hier ist ein Flair. Oh, danke. Bitte, bitte. Ich denke auf jeden Fall darüber nach. Könnte nicht schaden. Das ist richtig. Dann haben wir auch die Aufgabe geschossen. Yay. Ich habe eine Lieferung an Red Harvest Summer Whiskey für Nathan O'Weider von seiner Tochter. Oh, die Aufgabe ist das. Oh. Oh, wie nett. Seine Tochter muss in Spendierlaune sein, wenn sie ihm so etwas Schönes schickt. Mr. Ovadia ist auf seinem Zimmer auf Ebene 3. Ich werde ihm Bescheid geben, dass Besuch kommt. Mhm. Aha, das war die Aufgabe. Ah. Jetzt weiß ich es wieder. Aha, gut zu wissen. Wir sollten ja mit ihm reden, damit er sie nicht mehr verfolgt. 105? Cool. Also du kannst ruhig die Tür aufmachen. Kann ich irgendwo klingeln? Geht das? Hi.
Du kannst die Tür aufmachen. Wir fahren noch mal runter. Vielleicht hilft das. Vielleicht muss ich auch erst sowas durchsagen, damit ich schon so getriggert wird, ne? Hi, warte mal, komm mal her. Sei höflich zu unseren Gästen. Würdest du mir verraten, wie du das schaffst, das System zu schlagen? Vielleicht weihe ich dich ein, wenn du ein paar Nächte lang ein Zimmer gebucht hast. Aber erstmal behalte ich es für mich. Frech. Ich muss erstmal sehen, ob ich dir vertrauen kann. Das verstehst du bestimmt. Ich gebe dir einfach 10.000 Credits und dann kannst du mir vertrauen. Okay. Würdest du mir verraten, wie das klappt? Also das ja. Würdest du mir ein paar Fragen über Neon beantworten? Ich brauche ein Zimmer. Mieten hier viele Leute. Yep, ich habe ein Zimmer für dich. Bleibst du nur eine Nacht oder länger? Länger. Wir bleiben gleich noch eine ganze Woche. Das freut mich. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. So, du komm. Vielleicht okay, schade. Ich muss erst. Viel Spaß in Neon. Danke. Sie wollte irgendwas an den Päckchen sagen. Ich habe nicht zugehört. Wie immer. Kennt man ja nicht anders von mir. So Ebene 3, da soll er ja sein. Und Ebene 2 ist wahrscheinlich mein Zimmer. Hallo, ich will mit dir sprechen. Kannst du bitte die Tür aufmachen? Oh, sag jetzt nicht, das ist die nächste Quest. Dark, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Oh, das sieht ja schön aus. Aber hier gibt es kein Fenster. Das ist ein bisschen schade. Oh. Aber das Zimmer gefällt mir. Aber wie gesagt, dass es hier leider kein Fenster gibt, das finde ich schade. Was ist das hier für ein großer offener Bereich? Weil hier der Computer direkt an der Tür. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Was? Die Spiegel sehen auch schon aus. Würde ich mich noch drin spielen? Oh, eine Dusche, die wir nutzen können. Vielleicht. Nein, schade. Oh, den ganzen Dreck abwaschen. Den ganzen Marsstaub abwaschen. Mal auf Toilette gehen. Ich gehst du mit raus? Ich will auf Toilette. Ja, sag mal, raus hier mit dir. Okay, dann halt nicht. Oh, jetzt kann ich nicht. So, okay. Wir wollen jetzt nochmal hochgehen. Macht er jetzt die Tür auf, vielleicht? Das wäre ja ein Träumchen. Das wäre ein Träumchen. Hoch 10. Machst du bitte die Tür auf? Machst du bitte die Tür auf? Oh, der Baum ist ein Stahl blau. So, wir fahren nochmal zur Lobby runter, weil irgendwie macht er nicht auf, der will uns nicht treffen, dann ist das egal, mir egal, tralali, tralala, tralalöle. Wir sollten eh da hinten noch in Kehre zu, bla bla, zurück. Stimmt, dass wir die Player-Quest jetzt noch abgeben, ne? Und sagen, dass wir die Aufgabe endlich abgeschlossen haben. Tun wir das doch einfach mal, tun wir das einfach mal, tun wir das einfach mal. Wenn du Zeit hast. Jo, ich hab grad Zeit, was los? Wir konnten noch gar nicht über die Erlebnisse bei dieser Stätte sprechen. Welche Stätte? Bei diesem Tempel? Was? Wie soll ich es nennen? Du warst gar nicht dabei? In all meiner Zeit zwischen den Sternen habe ich noch nie von etwas derartigem gehört. Was war das? Was glaubst du? Wieso? Wie, war doch gar nicht dabei? Wir haben diese Charaktere einfach nur so eine fortlaufende Story und der Charakter ist nicht individuell? Was ist denn das für ein Scheiß? Die war doch gar nicht dabei. Die kann doch gar nicht wissen, dass ich da war. Sie war gar nicht mit. Sam war dabei. Wieso? Woher weiß sie das? Bei der ganzen Sache war mir vom Beginn an mulmig. Es sah nach einer Kultur aus, von der ich je gehört habe. Falls du nach Antworten suchst, bist du bei mir falsch. Es war wunderschön. Ich hätte mir einen solchen Ort nicht erträumen können. Dann ist das nur passend, dass gerade du ihn entdeckt hast. Ja, ja, klar. Gewiss, es ist noch zu früh für Spekulationen, wer ihn errichtet hat. Aber wie können wir nicht spekulieren? Was sagt dir dein Gespür? Das sagt mir, dass du ein bisschen crazy im Kopf bist. Er kann unmöglich von Menschenhand erschaffen worden sein. Ich setze meine Credits auf magische Zauber. Ich hatte keine Visionen und habe keine Stimme gehört, falls das deine Frage war. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, dem wir einfach noch nie begegnet sind. Wir sollten nicht wild spekulieren. Setzen wir unsere Suche fort, dann bekommen wir Gewissheit. Du klingst wie Sarah. Kein Wunder, dass sie dich aufgenommen hat. Du hast natürlich recht. Irgendwann erfahren wir es. Das ist richtig. Nach allem, was du durchgemacht hast, sollte ich mich nach dir erkundigen. Geht es dir gut? Ja, ja. Spürst du Nebenwirkungen? Ja, gelegentlich.
Nein, mir geht es prima. Ging mir nie besser. Ich hatte bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt hast du mir Angst gemacht. Abgesehen von meinen fantastischen neuen Kraft, ne, sonst alles gut. Glaubst du, es gibt Nebenwirkungen? Ja, aber zum Beispiel hat ja dieses Flackern gehabt, ne? Wenn euch das mal aufgefallen ist, dieses Flackern, wo man ein bisschen geflackert ist, als die Augen so zugegangen sind, wenn man müde Ist auch wird. etwas? Ja. Niemand kann wissen, was passieren wird. So ist das bei noch nie dagewesenen Dingen. Das ist absolut richtig. Aber ich kann jetzt hier, abgesehen von meinen fantastischen Kräften, nur sonst. Aha. Ich kann ja nicht sagen, nein. Was ein Zyniker auch schon als mögliche Nebenwirkung ansehen würde. Aber wir gehen vorerst davon aus, dass du gewaltiges Glück hattest. Die Bestimmt, ja. Artefakte, der Tempel, deine neue Fähigkeit. Offenkundig hängen sie alle zusammen. Diese Sache ist viel größer, als wir geahnt haben. Für so etwas wurde die Constellation gegründet. Ich freue mich, dass ich daran teilhaben darf. Wenn das vorbei ist, sind wir stinkreich. Wir haben es nur so weit geschafft, weil wir zusammengearbeitet. Ich arbeite doch jetzt erst mit ihr Du hast zusammen. recht. Wir müssen nun erst recht weitermachen und versuchen, diese Mysterien zu ergründen. Gut. Ja, sehe ich auch so. Hallöchen. Sehe ich auch so, Sarah. Hi. Heute ist ein wunderbarer Ich Tag. habe die Flyer verteilt. Ah, vielen herzlichen Dank. Gar kein Das Problem, sollte du. meinem Geschäft einen ordentlichen Schub verpassen. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Nicht jeder in Neon ist so freundlich. Hat doch mega lang gedauert. Was hast du denn so Aber zum sicher Anbieten? doch. Ressourcen wahrscheinlich ganz viel, ne? 38 Aluminium, stark. Müsste ich eigentlich irgendwann mal alles leer kaufen. Danke. Reicht. Hoffentlich bis bald. Ich freue mich Hoffentlich. immer, dich zu sehen. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Danke. So. Ja, ne? Es besteht kein Zweifel, dass Ryujin hier in Neon einen So. Xenofresh. Was Mr. wohl dazu sagt. Kehre zu. Genau, da gehen wir jetzt einmal zurück und dann gucken wir mal. Wie gesagt, aus den Breaks, das werden wir wahrscheinlich nie schaffen können. Die eine Hauptquest haben wir jetzt geschafft, aber dafür bekommen wir keinen Arsch. Es triggert mich die ganze Zeit. Es quält mich innerlich tatsächlich. Nervt mich auch ein bisschen, dass wir das nicht mehr schaffen können. Oder keine Achievements jetzt mehr bekommen. Boah, ich meine, an sich ist es ja völlig egal, aber wenn ich in ein Spiel schon mehr als über 80 Spielstunden reinstecke, dann ja, wäre schön, wenn ich dann doch weiter Achievements bekomme, ne? Wir haben nur noch eine einzige Hauptquest. Das ist ja wow. Dominion. Da wollte ich eigentlich hin. Suche nach Beweisen. Machen wir noch. Sprich mit dem Mädchen, genau. Achso, den Ast müssen wir auch noch bringen, ne? Ja, stimmt. Ja. Da. Okay, die scheint irgendwie unter mir. Ah, hier, da muss ich hin. Gut. Gehen wir doch da einfach mal hin. Gucken wir mal, was wir da abgeben können. Da hinten. Hallöchen, Hallöchen. Wäre ich an ein Leben in einem solchen Büro gefesselt, Jo. würde früher oder später jemand erstochen werden. Man hat dann das Date gefunden, aber die Daten wurden gelöscht. Verstehe. Naja, damit kann ich gut leben. Ich schreibe dann nochmal alles neu und gebe anschließend dem Agent Bescheid. Da die Mache Daten auf das. der Slate gelöscht wurden, ist außer den Kosten für die Hardware kein Schaden entstanden. Die Kosten werden von deinem Lohn abgezogen. Was? Das Mein? verstehst du sicher. Trotzdem, danke für deine Was? Mühen. Wieso von meinen? Credits 1000. Wieso habe ich gerade 1000 Credits? Hä? Ach, egal. Ich reg mich nicht auf. Tom, Ich trifft den habe auch König. gelernt, dass Tomo labil Ja, ist. wissen wir ja schon. So. Lobby, mal dahin. Oh, was machen wir denn jetzt so Schönes? Was machen wir jetzt? Wir haben noch, ja, 6 Minuten für die Folge. Vielleicht auch ein bisschen länger, wer weiß. Aber Gottlos, ich weiß gar nicht, wo ich den finde. Da bin ich gerade. Wo ist der denn? Cheyenne. Gut, dann gehen wir halt erstmal dahin. Da haben wir auch noch ein, zwei Aufgaben, die wir zu erledigen haben, tatsächlich. Dann gehen wir erstmal dahin. Und Kopfgeld haben wir ja zum Glück auch bezahlt, also von daher ganz entspannt. So, der Zoologie-Skill wirkt sich auf die Anzahl der nötigen Scans von Tieren aus, um zusätzliche Informationen über sie aufzudecken, beispielsweise Stärken und Schwächen. Okay, nice.
Ach, gut, ich bin... Ach, das ist eine Terramorph hier. Ich hänge nur fest. Digga. Super. So, den haben wir jetzt vernichtet. Das freut mich. Wir sind immer noch im Kampf. Was? Warum? Tschüss. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas finden. Hier geht es bestimmt wieder raus, oder? Natürlich. Hä? Öffnen. Ah. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Boah, die naja, okay, kann man verkaufen. Ah, Medikit, nice. Was haben wir denn hier? Hm, einfaches Boost Pack. Ja, sieht alles schön aus. Nehmen wir mal einfach alles. Danke. Sehr freundlich von Ihnen. Aber sonst ist jetzt hier nichts weiter, oder? Scheint mir jetzt nicht so. Okay. Okay, nice. Was haben wir denn hier? The Horror at Outpost 11. A cinema experience colder than death. What shy chilling things would you do to survive? Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. Okay, nice. Tschüss, Andrea. Ich gehe mal wieder hier hin. Ah, guck mal, ich habe eine Box. Credits, würzige Würmer, lecker. Hört sich ja gut an, das ist auch eine Box. So viele Credits, ein Träumchen. Was ist das noch eine Box? Was ist das? Zeno, Kriegs... Okay, dann sollten wir definitiv in keiner der Städte rein. Die sollten erstmal verkaufen und schwarz mit dem Wolfsystem. Warum liegt da was mit denn? Was ist das? Toxin. Cool. Nehme ich gerne mit. Ah, ist noch eine große Kiste. Reddits, Hühnchen. Lecker. Jetzt habe ich Hunger. Toll. Jetzt habe ich Hunger. Ich muss mal was essen. So, haben wir jetzt hier noch was im Container drin? Irgendwas? Nope. Super. Gut, hier, dann können wir eigentlich nur zurückgehen. Ne, warum denn so? Die Aufgabe haben wir auch abgeschlossen. Na, jetzt gehen wir nach Aquila. Wo ist Aquila? Da hinten. Kopfgeld haben wir zurück abgeschlossen. Fauna, Forschungsaufgabe. Okay, nice. Wahrscheinlich war mein Schiff, weil ich immer am Schiff sein muss, ne? Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Hier, wir teleporten mal anstelle dahin. Ich glaube, hätte ich jetzt gar keinen Nerv tatsächlich. Immer wieder in... Jupp, sehe ich auch so. Dann geht's jetzt nach Aquila. Aquila City. Wo haben wir sie denn? Warum ist das ausgegraut? Warum ist das ausgegraut? Verstehe ich nicht. Tue ich nicht. Ah, wir haben ja. Oh. No way. Egal. Egal. Unser Scan zeigt Schmuggelware an. Mhm. Sofort anhalten. Wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Egal. 822 Credits. Ich falsch auch wieder. Ja. Halte Kurs. Wir eskortieren dich. Naja, egal. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Verdammt. Ist jetzt doof. So, cool, danke. Ist das eigentlich geklaut, wenn ich das hier mitnehme? Warum gibt es hier Medipacks, wenn ich sie nicht mitnehmen kann? Bla 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 bla. Nein. Ah, ich habe das Ganze. Okay, es ist ausgegraut mittlerweile. Deswegen ist es ausgegraut. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Damals, wo ich hingeflogen bin, war es nämlich noch hell und ja, das war jetzt so. Na, egal.
Aber Leute, wisst was? Ich glaube, ich mache noch eine Folge. Deswegen bedanke ich mich hier bis hierhin, dass du bis hierhin geschaut hast. Vielen Dank, dass du bis hierhin geguckt hast. Ich bedanke mich. Ich kann mich nur ganz, ganz recht herzlich bedanken. Wenn du meinst, du magst den Content, den ich mache, würdest mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Das hilft nicht nur mir, sondern auch den Algorithmus. Und wenn du mal Lust hast, in einem Stream dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung oder Kanalbeschreibung. Da findest du den Twitch-Link. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal hier am Stream. Super, jetzt aber bis zum nächsten Mal, euer Teddy Tüdelü. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.